Es ist 19.30 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Aaron Mayerhofer. Zehntausende Menschen demonstrieren in Rom gegen Faschismus und Gewalt. Wegen der Pflicht zum Green Pass hat die Impfbereitschaft zugenommen. Das Wetter, morgen wird es wieder sehr sonnig bei 13 bis 18 Grad. In Rom haben Gewerkschaften und politische Parteien gegen Faschismus und Gewalt demonstriert. Zehntausende Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Die Demonstration wurde als Antwort auf den Angriff neofaschistischer Gewalttäter und radikaler Impfgegner auf den Sitz der größten Gewerkschaft Italiens, CGIL, am vergangenen Samstag organisiert. An der Kundgebung in Rom haben auch mehrere hundert Menschen aus Südtirol teilgenommen. Es sei gelungen, das Gemeinsame hervorzuheben, sagte der Landessekretär des SGB Gisel Walter Gasser nach der Kundgebung zu Reise Südtirol. Das sei wichtig gewesen, weil auch der Anschlag auf den Sitz der CGIL am vergangenen Samstag ein Anschlag auf die gemeinsamen Werte war. Laut Gasser haben auch viele Menschen an der Kundgebung teilgenommen, die ein Zeichen gegen Faschismus und antidemokratische Bewegungen setzen wollten. Der frühere Landessekretär der CGIL, Alfred Ebner, sagte im Mittagsmagazin, man müsse den Anfängen wehren, der Aufstieg des Faschismus habe mit der Plünderung der Gewerkschaftssitze begonnen. Alle Redner zeigten sich solidarisch mit der Senatorin Liliana Segre. Die 91-jährige jüdische Holocaust-Überlebende war gestern auf einer Kundgebung von radikalen Impfgegnern in Bologna heftig beschimpft worden. In Deutschland hat CDU-Chef Armin Laschet erstmals die Verantwortung für das Wahldebakel übernommen. Der CDU-Chef und Kanzlerkandidat übernahm die alleinige Verantwortung für das miserable Abschneiden der Union bei der Wahl. Nichts lasse sich schönreden, sagte Laschet. Die SPD, die FDP und die Grünen kommen mit ihren Regierungsgesprächen unterdessen voran. Vertreter aller drei Parteien zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen der ersten Sondierungsgespräche. Man habe sich aufeinander zubewegt, kein Thema sei ausgeklammert worden. Deutschland könnte bereits um Weihnachten eine neue Regierung haben. Nach der Gewalttat im norwegischen Kongsberg mit 5 Toten haben die Ermittler zunehmend Zweifel an einer terroristisch motivierten Tat. Es gebe Hinweise, dass der Verdächtige nicht wirklich zum Islam konvertiert sei, sagte ein Polizeisprecher. Stattdessen erhärtet sich der Verdacht auf eine psychische Erkrankung. In Russland gibt es erstmals seit Ausbruch der Pandemie mehr als 1000 Corona-Tote am Tag. Heute meldete die Expertengruppe der russischen Regierung 1002 weitere Todesfälle. Es gab auch mehr als 33.000 Neuinfektionen. Das ist ebenfalls ein neuer Höchststand. In Italien zeigt die Pflicht zum Green Pass Wirkung. Testungen und Impfungen stiegen deutlich an. Italienweit wurde heute die Rekordzahl von 867.000 grünen Pässen heruntergeladen. Gestern waren es 860.000 Pässe. Auch heute wurden wieder tausende Erstimpfungen durchgeführt. Viele Testzentren waren überlastet. In Südtirol wurden gestern knapp 15.000 Tests untersucht. Im Schnitt der letzten Woche waren es nur 8.000 gewesen. Heute konnten sich die Bürger landesweit in 14 Orten ohne Anmeldung impfen lassen. Allein in Bozen wurden mehr als 1.300 Impfungen durchgeführt. In den letzten 24 Stunden wurden wieder 84 positive Corona-Ergebnisse festgestellt. Die 7-Tage-Inzidenz stieg von 63 auf 69. 30 Menschen liegen in den Krankenhäusern, 7 von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Die Brenner Autobahngesellschaft diversifiziert ihr Arbeitsfeld und kauft ein Eisenbahnunternehmen. Die Gesellschaft steigt in die InRail AG ein und wird damit zur zweitgrößten italienischen Unternehmensgruppe im Schienengüterverkehr. Präsident Hartmann Reichhalter unterstrich die Bedeutung des Beschlusses. Eine enge Verzahnung zwischen Straße und Schiene sei die Zukunft der Mobilität. Durch die Verlagerung von zusätzlich 800 Lkw täglich von der Autobahn auf die Schiene könne man den CO2-Ausstoß entlang der Brennerachse um etwa 160.000 Tonnen jährlich reduzieren.
Die Reisebüros in Südtirol verzeichnen einen Aufschwung. Nach über 1,5 Jahren Pandemie sei die Reiselust wieder gestiegen, sagte Marisa Bredi, die Geschäftsführerin und Miteigentümerin von Mundus Reisen, im Mittagsmagazin auf Reise Südtirol. Das Interesse an Reisen für die bevorstehenden Herbstferien sei groß. Deutlich zugenommen hat laut Bredi der Beratungsbedarf der Kunden wegen der wechselnden Corona-Bestimmungen. Die Karabiniere haben in Bozen eine Großaktion gegen den Drogenhandel durchgeführt. Auf den Tal verwiesen wurden knapp 50 Personen angehalten. 3 Männer wurden angezeigt, weil sie Drogen bei sich hatten. 2 Drogenverstecke wurden aufgespürt. 1 Mann wurde mit einem gestohlenen Fahrrad ertappt. Die Karabiniere waren auch mit Drogenhunden unterwegs. In der Eishockey-League spielt der HC Pustertal derzeit auswärts gegen Linz. Das Spiel musste wegen einer Panne mit dem Spielerbus um 1 Stunde auf 18.30 Uhr verschoben werden. Der HC Bozen spielt am Abend gegen den derzeitigen Tabellenführer Fehava aus Ungarn. In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund vorgelegt. Die Dortmunder gewannen gegen Mainz mit 3:1 und übernahmen vorübergehend die Tabellenspitze. Leipzig und Freiburg trennten sich mit einem 1:1 Unentschieden. Wolfsburg verlor gegen Union Berlin und verlor damit auch den Anschluss an die Spitze. Morgen gibt's das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Leverkusen. Das Wetter. Es gibt weiter stabiles Herbstwetter. Am morgigen Sonntag wird es wieder sehr sonnig. Der Himmel präsentiert sich meist ungetrübt. In der Früh ist es kalt, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad. Auch zu Beginn der neuen Woche sorgt hoher Luftdruck für stabiles und überwiegend sonniges Wetter. Nur am Dienstag ziehen vorübergehend ein paar Wolkenfelder durch. Es wird etwas wärmer. Die Höchsttemperaturen heute Nachmittag: Bozen 18 Grad, Meran 17, Brixen 17 Grad, Bruneck 16 Grad, Sterzing 17, Schlanders 15, Reschen 13 Grad, Toblach 12 und auf der Blose auf 2500 Meter Meereshöhe 4 Grad. Von Reise Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Andreas Feichter. Reise Südtirol, Radio Uni. Das Wissen zum Hören. In Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen. In 3 Vorlesungen führt uns der Romanist und Sprachwissenschaftler Paul Wiedesott in die ladinische Lexikographie ein. Heute geht es um den ladinischen Wortschatz und seine bedeutende Aufzeichnung im Wörterbuch des literarischen Ladinisch, dessen Herausgeber Wiedesott ist. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, diese 2. von insgesamt 3 Vorlesungen für die Reihe Radio Uni Wissen zum Hören gestalten zu können. Das Thema wird heute der ladinische Wortschatz aus synchroner Sicht sein. Ausgangspunkt ist auch in diesem Fall die Veröffentlichung Anfang des letzten Jahres des 1. Bandes des Vocabular Ladin Literar, des Wörterbuchs des literarischen Ladinisch. Das Wörterbuch ist im Verlag Bozen-Bolzano University Press erhältlich. Man kann es auch als PDF von der Verlags-Homepage frei und kostenlos herunterladen. Ein Wörterbuch enthält, wie der Name schon sagt, Wörter. Doch was ist ein Wort? Sehr viele werden spontan antworten: Ein Wort sind jene Buchstaben, die sich in der Schrift zwischen 2 Leerzeichen befinden. Dieses sogenannte orthografische Kriterium ist sehr intuitiv und wird in der Technik auch so verwendet. Wenn man zum Beispiel im Textverarbeitungsprogramm Word die Funktion Wörter zählen aktiviert, werden genau die Einheiten zwischen 2 Leerzeichen gezählt. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist es weit schwieriger, Wort zu definieren. Es handelt sich jedenfalls um eine selbstständige sprachliche Einheit, die im Gegensatz zu einem Laut oder einer Silbe immer auch eine eigenständige Bedeutung hat. Dies schließt natürlich nicht aus, dass es einsilbige Wörter gibt oder gar Wörter, die aus einem einzigen Laut bestehen. Gerade das Ladinische des Gardatals kennt solche Wörter aus einem einzigen Laut. E bedeutet Biene, U das Gelübde, Ü das Ei. Kenner des Mareo, also des Ennebergischen, wissen, dass dort der Satz la 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 nicht nur möglich, sondern absolut korrekt ist.
Er bedeutet, die Großmutter wäscht die Großmutter und besteht aus lauter ähnlich klingenden Einsilblern. Die Bedeutung eines Wortes kann grammatikalisch oder lexikalisch sein. Eine rein grammatikalische Bedeutung haben Artikel, Pronomen, Konjunktionen und Präpositionen. Eine lexikalische Bedeutung, das heißt eine Bedeutung, die sich auf ein außersprachliches Konzept bezieht, haben Substantiv, Adjektiv, Verb, Adverb, Numerale und Interjektion. Diese sind, im Gegensatz zu den grammatikalischen Wörtern, auch die sogenannten offenen Wortarten. Das heißt jene, die man innersprachlich durch das Verfahren der Wortbildung erweitern kann. Es ist also zum Beispiel möglich, neue Substantiva, Adjektiva oder Verben zu bilden. Hingegen kann man normalerweise innersprachlich keine neuen Artikel, Pronomen, Konjunktionen oder Präpositionen bilden. Diese kann man in der Regel nur aus anderen Sprachen entlehnen. Ein Wort kann man im Satz durch mehrere Proben isolieren. Unter anderem die Umstellprobe, die Einfügeprobe oder die Vertauschprobe. Bei der Vertauschprobe werden zum Beispiel jene Einheiten isoliert, die im Satz an der gleichen Stelle stehen können und damit die Angehörigen der gleichen oder einer funktionsgleichen Wortart. Im deutschen Satz «Ich gehe» kann man «gehe» austauschen mit «spiele». Damit hätten wir zwei Wörter isoliert, die der Wortart des Verbums angehören, weil nach einem Personalpronomen nur eine finite Verbform stehen kann. Eine Gesamtheit von Wörtern bezeichnet man als Wortschatz. Der Ausdruck bezieht sich entweder umfassend auf alle Wörter einer Sprache oder selektiv auf die Wörter eines gewissen Teilbereichs. Hier spricht man häufig vom Vokabular oder Fachwortschatz. Zu dieser selektiven Bedeutung gehört es auch, wenn man vom Wortschatz eines einzelnen Sprechers spricht. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Wortschatz beschäftigt, heißt Lexikologie. Sie ist in den 1960er Jahren als eigenständiger Wissenschaftszweig entstanden. Den Wortschatz kann man synchron oder diachron analysieren. Die synchrone Analyse untersucht, welche Wörter zu einem gegebenen Zeitpunkt wie gebraucht werden. Die diachrone Analyse untersucht, wie im Laufe der Zeit ein bestimmter Wortschatz entstanden ist. Eine Möglichkeit, die Wörter synchron zu klassifizieren, ist die Häufigkeit ihres Gebrauchs. Den harten Kern einer jeden Sprache bildet der sogenannte Grundwortschatz. Eine gängige Definition dafür ist, diejenige Menge von Wörtern einer Sprache, die nötig sind, um ca. 85-90% eines beliebigen Textes einer gegebenen Sprache in einem bestimmten Entwicklungsstadium zu verstehen. Für die großen Literatursprachen Deutsch, Italienisch oder Englisch gibt es dazu bereits ausführliche Berechnungen. In einer bekannten Studie des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim konnte ermittelt werden, dass dazu knapp 1300 deutsche Wörter notwendig sind. Eine ähnliche Studie des Germanisten Theodor Lewandowski hat ergeben, dass die 1000 häufigsten Wörter genügen, um etwa 80% eines jeden deutschen Textes zu verstehen. Für das Ladinische können mittlerweile solche Berechnungen auf der Grundlage des Corpus Latin Literar ebenso durchgeführt werden. Welche sind nun die quantitativ häufigsten Wörter einer Sprache? Es sind in unseren Sprachen in erster Linie die davor genannten grammatikalischen Wörter. In unserem ladinischen Korpus, das ungefähr 2.111.000 Einzelformen aus 15 Idiomen enthält, belegen nach Häufigkeit die ersten 10 Plätze, der bestimmte maskuline Artikel L an erster Stelle, dann die Präposition D, die Konjunktion ke, die Konjunktion I und der feminine Artikel la, der männliche unbestimmte Artikel n,
die Präposition a, der maskuline Pluralartikel i, die Präposition da und das reflexive Pronomen se mit 26.000 gerundet natürlich Okkurrenzen. Das Korpus selbst enthält knapp 80.000 unterschiedliche grafische Formen, also Types. Dies bedeutet, dass man mit nur 10 davon, also lediglich 0,013% der Types, ungefähr 435.000 Belege, also Token des Korpus, abdeckt. Das sind fast 21%. Die lexikalischen Wortarten haben ihren ersten Vertreter im Ladinischen auf Platz 19 mit a, der dritten und sechsten Person des Verbs avei, haben. An 27. Stelle mit dem Adjektiv bel, schön, und an 65. Stelle mit dem Substantiv mang, Hand. Mit den 1000 häufigsten ladinischen Wörtern kann man etwas mehr als 1,5 Millionen der insgesamt 2.111.000 Belege des Korpus abdecken. Das sind knapp 72%. Die Prozentzahl im Ladinischen hängt in erster Linie mit den vielen unterschiedlichen Graphien für das gleiche Wort innerhalb der ladinischen Idiome zusammen. So schreibt man die dritte und sechste Person des Verbs avei haben im Gadatal a mit geschlossenem Akzent, in den anderen Idiomen mit offenem Akzent. Würde man überall gleich schreiben, würde es sich um einen einzigen Type handeln, nicht um zwei. Und das würde wiederum Platz machen für ein weiteres Wort innerhalb der 1000 ladinischen häufigsten. Mit diesen Korrekturen wird auch im Ladinischen das sogenannte Zipfsche Gesetz, benannt nach dem US-amerikanischen Linguisten George Zipf, relativ gut respektiert. Dieses Gesetz besagt, dass wenn man die Wörter einer Sprache nach ihrer Häufigkeit ordnet und dem häufigsten Wort den Rang 1, dem zweithäufigsten den Rang 2 und so weiter gibt, so ergibt das Produkt aus Rang und Häufigkeit eine immer annähernd gleiche Konstante. Dieses Gesetz markierte den Beginn der quantitativen Linguistik. Welchen Nutzen haben nun solche Häufigkeitslisten? Man verwendet sie insbesondere für die Zusammenstellung jenes Wortschatzes, der beim Lernen einer neuen Sprache allein wegen seiner Häufigkeit besonders wichtig ist. Diesbezüglich sind die rezenteren Sprachlehrwerke wirklich sehr ausgefeilt. Neben der absoluten Häufigkeit kommt aber beim Sprachenlernen noch ein zweites Kriterium zum Zuge. Jenes der hohen Verfügbarkeit. Dieses bezieht sich auf Wörter, die konkret, also schriftlich wie mündlich, nicht so häufig vorkommen, sich aber auf Gegenstände, Tatsachen oder Erfahrungen beziehen, die uns allen im täglichen Leben bekannt sind. So die Definition von Tullio De Mauro. Beispiele für solche hochverfügbaren oder hochdisponiblen Wörter sind zum Beispiel Taschentuch, Messer und Gabel. Während die absolute Häufigkeit der Wörter in der Regel über die Zeiten stabil bleibt, weil sie mit der Struktur einer Sprache zu tun hat, und in unseren Sprachen sind nun mal Artikel, Präpositionen oder Konjunktionen strukturell sehr häufige Wörter, sind die hochdisponiblen Wörter stark Zeit- und letztlich auch kulturgebunden und können sich deswegen auch rasch ändern. In unseren westlichen Sprachen gehören zum Beispiel die Äquivalente für Ampel, Kühlschrank, Computer, Staubsauger und viele andere mehr zu diesen hochdisponiblen Wörtern.
Auch bei der Berücksichtigung dieses Wortschatzes haben sich die Sprachlehrwerke inzwischen sehr verbessert. Und natürlich müsste es Äquivalente für diese hochdisponiblen Wörter auch in den Minderheitensprachen geben. Eine Überprüfung ergibt aber, dass zum Beispiel Ampel und Staubsauger weder im Buchensteinischen noch im Ambezanischen Wörterbuch vorkommen. Und dass für den Kühlschrank je nach Wörterbuch Dlaciadoi, Dlaciara, Frescara oder Frigo vorgeschlagen werden, mit der Folge, dass sich wohl nur die italienische Entlehnung durchsetzen wird. Ein anderer synchroner Teil des Wortschatzes ist der sogenannte Fachwortschatz. Im Ladinischen war dieser historisch nie besonders ausgebaut, weil die Arbeitsteilung in der traditionellen ladinischen Gesellschaft nicht mit jener der Städte vergleichbar war. Trotzdem gibt es durchaus im Ladinischen auch einen historischen Fachwortschatz. Da gibt es zum einen die Terminologie gewisser Berufe, wie zum Beispiel jene des Webers, oder gewisser Bereiche, wie zum Beispiel die Kleidungsstücke. Einige modernere Bereiche möchte ich herausgreifen. Zum einen den Sport. Dieser Wortschatz entwickelt sich im Ladinischen seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die ersten Ausdrücke waren nach dem Muster «Gia» oder «Gikong» fahren mit gebildet. «Gia Krebs» Bergsteigen, «Gikon la Lieusa» Rodeln, «Gikoischki» Skifahren. Dann hat man eine Zeit lang recht passiv die italienischen, meist im Gardatal, und deutschen, meist in Gröden, Ausdrücke übernommen. Meist mit der Struktur fa, machen, plus Substantiv. Zum Beispiel fa calcio, fe Fußball, Fußball spielen, fa fondo, fe Longlauf, Langlaufen. Mit zunehmendem Sprachbewusstsein hat man versucht, diese zu ersetzen, entweder durch Übernahme aus anderen rätoromanischen Idiomen oder man hat ladinische Neologismen vorgeschlagen, wie Pudege Langlaufen, Jardine Schlittschuhlaufen oder Juissa Abfahrt. Dass der ladinische Fachwortschatz durchaus so präzise sein kann, wie seine deutschen und italienischen Entsprechungen, ohne daran sklavisch festzuhalten, erkennt man am Wortpaar Slalom Lerg, Slalom Strand, wörtlich breiter, enger Slalom, für Riesenslalom auf der einen Seite und Spezialslalom auf der anderen Seite. Auch das alte Wortbildungsmuster Gikong ist lebendig geblieben. So heißt Snowboarden im Ladinischen Gikong la Breia, wörtlich mit dem Brett fahren. Ein Bereich, wo das Ladinische gar einige besondere Wörter hat, sind die Bezeichnungen der kirchlichen Feiertage. Es gibt sogar eine Theorie, wonach in der alten Diözese Seben, solange diese noch mehrheitlich romanisch war, also im ersten Jahrtausend, eine teilweise eigenständige kirchliche Terminologie ausgearbeitet worden wäre, von der Wörter wie Ennebergisch Dedolönnisch und Dedemesaledema, Dienstag und Mittwoch, noch heute Zeugnis geben würden. In der ganzen Italo-Romagna werden diese zwei Wochentage mit den lateinischen Ausdrücken Martis Dies, italienisch Martedì, ladinisch Mertes, und Mercuri Dies, italienisch Mercoledì, ladinisch Mercui, bezeichnet. Im Ennebergischen, als besonders archaischem Idiom, heißen diese zwei Tage hingegen Dedolönnisch, Tag nach dem Montag, und Dedemesaledema, Tag in der Mitte der Woche, also Mittwoch. Zu den ladinischen Bezeichnungen für die Feiertage, die sich vom Italienischen unterscheiden, zählen Nanü Nanuev, also Neujahr, im Gegensatz zu italienisch Capodanno, Santa Bogna, Santa Guania, beziehungsweise Fasanisch, Buchensteinisch, Pescatofania, im Gegensatz zu italienisch Epifania. Der Aschermittwoch
wird in fast ganz Europa mit den Wörtern für Mittwoch und Asche bezeichnet, wie auch im italienischen Mercoledì delle Ceneri oder im englischen Ash Wednesday. Im Ladinischen heißt er aber mit einem altbelunesischen Lehnwort Capiung, von Caput Jejuni, Beginn des Fastens. Der Palmsonntag, italienisch Domenica delle Palme, heißt im Ladinischen Domenia Dalori, also der Ölbaum und nicht der Palmzweige. Man könnte mit einer ganzen Reihe von weiteren Bezeichnungen fortfahren. All diese Wörter waren bis vor kurzem im Ladinischen aufgrund ihrer allgemeinen Disponibilität eher Teil des Grundwortschatzes. Derzeit kann man die Verschiebung hin zum Fachwortschatz beobachten, denn sie werden, zumindest ein Teil dieser Ausdrücke, nur mehr von Personen gekannt und gebraucht, die einen Bezug zur Kirche und ihren Festen haben. Das letzte Stadium wäre dann die Verwandlung in Archaismen, also Wörter, die nicht mehr aktiv gebraucht und verstanden werden. Die Revitalisierung von Archaismen genießt, wie gesagt, bei Minderheitensprachen in der Regel ein sehr hohes Prestige. Aber das würde nie ausreichen, um das Ladinische ausreichend mit den notwendigen Bezeichnungen zu versorgen, die es aufgrund der sich dauernd verändernden außersprachlichen Realität braucht. Sobald eine Sprache nicht mehr die außersprachliche Realität abdeckt, verliert sie Schritt um Schritt Anwendungsbereiche, bis sie als Familiensprache endet und dann ausstirbt. Dies ist zum Glück für das Ladinische nicht der Fall. Im Gegenteil, man hat ihm in den letzten Jahrzehnten sogar neue Einsatzbereiche verschaffen können, wie in der Verwaltung, in der Kirche, in den traditionellen und mittlerweile auch in den digitalen Medien. Damit aber das Ladinische in diesen Bereichen seine Bezeichnungsfunktion erfüllen kann, braucht es, wie jede andere Sprache auch, Neologismen. Wie kann aber eine Sprache Neologismen bilden? Dazu hat jede Sprache, auch das Ladinische, eigene Verfahren zur Verfügung, die mehr oder weniger produktiv sind. Die ladinische Wortbildung musste ab den 1970er Jahren revitalisiert werden, nachdem sie in den 150 Jahren davor fast zum Erliegen gekommen war. Dies wird zusammen mit der historischen Zusammensetzung des ladinischen Wortschatzes Inhalt der dritten und letzten Vorlesung dieser Reihe sein. Sie hörten Der ladinische Wortschatz, eine Radiovorlesung mit Professor Paul Wiedesott, Dekan der Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität Bozen. Paul Wiedesott lehrt an der Freien Universität Bozen ladinische und romanische Linguistik, ladinische Literaturgeschichte, vergleichende Grammatik und vergleichende Literatur der ladinischen Sprache. Er ist Verfasser des Wörterbuchs des literarischen Ladinisch. Diese Vorlesung finden Sie zum Nachhören auch in unserer Mediathek und auf Podcast. Rai Südtirol Radio Uni. Das Wissen zum Hören. In Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen. Forum Literatur mit Christoph Bichler. Guten Abend, herzlich willkommen zur